So, ich habe ein bisschen trainiert gegen die junge Frau, das heißt aber gar nichts. Ist dann Friseur irgendwie so ein Amt oder so, dass wir mittwochs nachmittags zu haben? Also viele haben ja montags zu, weil die sich denken, nee, Sonntag haben alle Zeit, da arbeite ich, aber sonst nicht. So, Florian, 12 Monate, Dankeschön, endlich, oh Gott, endlich Gold. Gratulation. Das so. Hält Italien auch immer, ho, ho, ho. Ich wollte auch irgendeinen Witz gerade bringen, aber ist keine gute Ausführung eingefallen. Eigentlich müsstest du das sagen, Rübe, weil wegen Placements diese Season. Das ist allerdings wahr. zum Glück nicht Silber. Ja, Mensch, so lange nichts mehr von dir gesehen von dir, ja, Dose, nicht wahr? Hallöchen. Ja. Für mich war ein schöner Start in den Tag. Das ist schön, Mon. So. Wie gesagt, ihr müsstet drüber jetzt besser hören können. Ich habe Talion leiser gemacht, habe den allgemeinen Sound einfach nach oben geballert und den Ingame-Sound dafür leiser. Gut, das war, wenn man einen Mischpult hat, nicht wahr? Also ihr könnt mich jetzt super dabei hören, wie ich Bratwurst esse. Alter, einfach am Gönnen. Ich habe übrigens schon meine große Bimmel gebommelt. Ja, ich meine kleine auch. Ich fand's auch heute Nacht so geil. Ich wollte in den Pen gehen, dann schreibt Chris plötzlich so, gleich mal den Stream anwerfen. Ist okay, Suishomaru auch spielt. Was auf Suishomaru? Ja, ach, das ja. Dachte ich mir auch so, als ich das gesehen habe, wie. Also ich kann mich wirklich, Leute, sorry, ich kann mich echt selber nicht lauter machen, ansonsten übersteuere ich euch hier den Achtung. Guck mal. Aber das nämlich der Talion connectet sich. Guck mal meine Waffe! Guck mal meine Waffe! Ich habe heute 2 Waffeln beim Bäcker gekauft und gegessen und die waren sehr enttäuschend. Die waren hart und voll mit Backpulver. Bimmel, bammel, da bin ich. Alter, das ging ja mega schnell gerade. Guck mal, was Dennis schreibt. Guten Morgen, na, gut geschlafen. Kriegt gleich links und rechts eine Backpfeife. Das war die Zuhälterstelle mit der Rückhand. So, glaube ich, werde das noch ein bisschen anpassen, Leute. Das ist mir immer noch so. Red mal bitte beide gleichzeitig. Ja, hallo, schönen guten Tag. Das ist meine normale... Talion! Hallo, hallo. Danke, mein Gott. Hallo, was geht? Ich mach Talion jetzt einfach heftig leise und dreh dann den Ingame-Sound, den allgemeinen Sound einfach nach oben. So. Geil. Redet mal. Ist alles umgestellt oder sind wir einfach alle gerade besoffen? So. Nun wirst du Rübe laut sein. Maria, let's dance. Warte ganz kurz vor der Tür. Ja, ich bin schon drin. Warte, ja, genau. Lass dich zu mir kommen. Okay, Talion... Talion regelt sie. Oh, warte mal. Ich hab mich. Habe ich gerade kurz Talion mit ihr verwechselt. Ich auch. Ich sag gerade so, warte mal, wer von den beiden ist jetzt Maria? Moment, das ist ein bisschen blöd, wenn sie drei unterschiedliche Gegner hat. Warte, mach ich das einfach so. Mir fällt jetzt auf. Sie ist ein bisschen groß, oder? Ja, sie ist ein bisschen größer als ich. Viel drübe, man. Boah, Alter. Was? Du hast nicht geschossen? Okay. Oh, cool. Ich werde mich raushalten aus dem Kampf, habe ich gehört. Okay? Ja. Und ich werde den Ingame Sound doch leiser machen, der ist heftig laut. Ach ja, du bist ja der Beckner. Tschüss. Ja, tschüss. Oh. Ich wollte sie parry, als sie auf mich gegangen ist. Da hab ich gemeint, Moment mal. Meine Waffe ist gerade transformiert. Fuck. So, let's try it again. Let's try it again. Der Stream heute Nacht hat mich minimal getötet. Wieso das denn? Zu Yoshi. So, gut, dass ich keine Blutfiolen benutzt habe. Erstmal wieder reinkommen. Halt die Klappe, Dennis. Chris hat einfach heftig gerübt. Was? Ach so. Weil du gestorben bist. Haha. Haha. Ha, ha. Ich sehe schon, Dennis will heute auf der Couch schlafen, ne? Fun Fact, wir schlafen beide auf der Couch. Das ist ja das Problem. Oh. No Xenoblade, Alter. Sag ich mal nicht zu. So wie alle. Ich meine, du kannst ja deine Webcam einbinden und dann lernt er Gebärdensprache und so kommentiert er damit. Damit könnte ich schlafen. Noch nicht, Brady. Ich habe auch schon geguckt vorhin. Vor dem Stream wieder geguckt, immer noch nicht. Wie alle, feels rip, man. Naja, feels really rip. Das kommt jetzt wirklich als Sub-Emote, oder was? Nein, als Dingens, als Better Twitch TV-Emote. So, ich würde sagen. Kennen Sie Better Twitch TV? Holen sich Better Twitch TV, da sind Katzenhaare in meiner Bratwurst. In deiner Bratwurst? Geil. Ja, gut, eher an meiner Bratwurst, aber trotzdem. Wo ist eigentlich die Katze? Wollte ich nur verarschen, weil wenn Katzenhaare an meiner Wurst dran sind und ich meine Katze nicht finden kann, was heißt das?
Vier Stunden Schlaf ist nicht so cool. Also ganz ehrlich, Leute. Wer da nicht einfach schlafen geht, ist selber schuld. Punkt. Außer. Ja, ich hatte auch nur 4 Stunden Schlaf und das war nicht freiwillig, Kinders. Ja, das lag einfach an Dennis. Mhm. Ich sehe gerade, ich habe noch eine 8 Einsicht. Beziehungsweise an den fehlenden Informationen. Die fehlende. Weil. Ne? Dark Him, hallöchen. Na? Oh, Dennis ist so kalt. Was geht, Bruder? Jo, Murat. Die Connection dauert einfach wieder 30 Jahre, ey. Man muss sich nur beschweren. Hallo, Alina. Was geht ab? Guck mal, Omot macht's richtig. Mir war Schlaf wichtiger. Der Sui ist eh doof. Xenoblade, da konnte ich nicht einfach ins Bett. Ich meine, zur Not, die Aufzeichnungen werden gespeichert. Echt mal, Leute. Let's go. Der Chris ignoriert euch doch sowieso alle. Lass mich nach vorne. Wer ignoriert wen? Maria will mich. Nein, war zu spät. Lass mich nach vorne und Terlin jetzt mal fast am Abkratzen, ey. Ich hab's schon wieder verwechselt. Warum hast du Parry? Ich will ab und zu auch mal aufschlagen. Das Problem ist, wenn ich einen einzigen Schlag mache und meine Waffe ist eine Kombo-Waffe, teleportiert sie sich sofort weg. Das heißt, ich kann sie nicht kombo. Und das ist doof mit meiner Waffe, weil meine Waffe dann quasi keinen Schaden macht. Warte, lass mal rüber. Ah! Ein bisschen blöd mit der Latency. Fokus mich. Schon wieder irgendwie, Die Boss wollen dich. Ja, ja. Alter, wie groß sie ist, ey. Das sieht so krass aus, wenn ihr dann neben der rumlauft. Au. Also, lassen wir sie jetzt. Also du parryst sie bestimmt. Das ist das Problem mit dem Latency gerade. Ich kann sie nicht so parryen wie im Solo-Queue, wollte ich schon sagen. Solo-Queue? Solo-Queue Bloodborne. Ich will dir die ganze Zeit einen harten Angriff in den Rücken ballern, aber. Ginge das denn zum Parryen? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon, oder? Nee, es geht nicht so gut irgendwie. Nee. Ich hätte es gerade wieder verwechselt, einfach weil Talions Haare so präsent sind. Die sind ja ein bisschen heller als die von Maria. Hast du eigentlich ihre Klamotten gerade? Ja, ne? Ja, ich habe auch das Schwert. Hab's nur noch geholt. Sonntag oder so. Nein! Ah, fuck. Also hast du sie bei dir schon besiegt, oder wie? Ja. Okay. Das funktioniert nicht mit dem harten Angriff von hinten. Das mit dem Parry funktioniert auch nicht wegen dem Delay. Na dann, immer feste drauf. Und diesmal kein A Call Beyond. Hilfe. Maria, lass mich! Muss man auch regenerieren. Maria! Wenn ich jetzt wieder Ey Olle sage, bringt die mich eh wieder um. War übrigens noch nicht in ihrer Ich-stech-mich-ab-Phase. Also die hat sie nur mal angefangen. Okay, zweite Form. Genau diese jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Stich mich ab, Phase. Oh, den anderen hab ich doch schon vergessen! Fuck! Ja, ich hab sie! Nicht! Mann, ey! Das ist so blöd, dass sie meinem Kombo-Angriff ausweicht. Oh, shit, ey. Das war der. Oh, nein. Ich bin übrigens schon mal jetzt ziemlich sicher, den Flammen- oder Blutstrahl, den sie macht, der wird One-Hit sein. Call ich safe. Jedenfalls, ihr werdet da auf jeden Fall One-Hit von sein. Also pass auf vor dem Move. Oh Gott. Das bin nur ich. Oh, lalalalala. Wohin? Ja, wohin geht der Angriff? Weiß ich nicht. Die guckt mich so an, so schief. Das sieht so cool aus, die Waffe, die ich gerade habe mit den Blitzen. Wie sie mich kurz anguckt hat und dann doch zu euch geht. Ah! Toll, vergesst die Attacke, sonst wäre mehr Range Shot. Nein, aber jetzt kann ich sie kommen, ich kann sie kommen! Hilf mir! Nein, weg da! Jetzt wird sie ekelhaft. Jetzt habe ich sie richtig gekombot, wenigstens war endlich. Noch ekelhafter als eh schon? Hallo Maria. Oh shit! Ja, genau den Angriff meine ich, der One-Hit. Ja, aha. Da war ich. Du hast ihn aber sogar überlebt, den Stich. Ich bin überrascht. Den Stich habe ich überlebt, den Swish danach nicht. Also doch keine Zeit, dich zu heilen oder so. Ist das. Abyss Watcher? Oh shit, ey. Ach Leute, alles beim Alten. Ah, ich hab keinen Ausdauer mehr. Nein, Talion! Keinen Ausdauer mehr gehabt, aber ich hab's überlebt. Ich komme, sie jetzt mal weg. Ey Leute, da kann ich echt nichts für. Ich war Full Health, wurde zweimal gewischt, wie so ein Swiffer, und dann war vorbei. So, erstmal full healen. Ich kann sie nicht stunlocken, Mann. Also nicht so richtig jedenfalls. Ein bisschen manchmal. Wow. Nein! Hau ab! He's one! Bin tot, komm, ein Schlag. Ein Schlag, schaffst du. Sie geht auf mich gerade. Ja, ich kann nicht. Molotow auf einen Kopfteil oder so. Alter.
Meinst du mal, das schaffst du, oder? Ich hab grad einfach nur, ich hab grad wieder Greed or Die gemacht. Geschafft? Ja, aber es wäre fast schief gegangen. Halt mal, ihr hättet mal sehen müssen, wie ich sie letzte Woche besiegt habe, Mann. Einfach, ich konnte einfach kaum agieren, weil ich jedes Mal geparried habe. Zu tense as fuck, ja. Jetzt geht's einfach wegen dem Ding jetzt nicht. Ich muss meine Ressourcen auffüllen. Ja, same. Dann gehen wir mal zu Rubbel. Ich glaube, das war das erste Mal, wo ich sie ohne Parry besiegt habe. Ich habe keine Quicksilver-Bulletten, das finde ich etwas schlecht. Zu tense ist im Chat. Leute, das war doch alles super angenehm. Was ist denn, warum denn, hä? Das war doch... Ne? Was verkaufe ich denn? Habe ich überhaupt irgendwas zum Verkaufen? Ist nicht das Black und White Church Stuff irgendwie das gleiche? Ah, ich habe auch keine Einsicht bekommen, weil ich kurz vor Ende gestorben bin. Schade. Ich habe nur 8 Einsicht. Wieso hast du nur so 8 Einsicht? Was hast du gemacht? Ich habe ziemlich viel ausgegeben. Für? Um das Rakuyo auf plus 10 zu bringen. Ich habe 0 Einsicht. Ach, du hast einen Blutbrocken gekauft. Ja, einen Blutbrocken gekauft, ein paar Blutsteinbrocken und so. Ja, habe ich auch gemacht. So, meine kleine Bimmel glöckelt, Leute. Haha! Das wird ja auch ohne Quicksilver Bullets gehen. Ich versuch's das jetzt nochmal mit dem Parieren bei Rübe. Wird eh nicht funktionieren. Hallo, Lukas. Ich will einen Sui-Free-Mode, ich habe aber keine Ahnung, wie das aussehen soll. Same, tatsächlich. Absolut same. Mein Lull haben wir schon. Ah, meine Hände sind so kalt gerade. Ah. So. So, dann bin ich. Ich muss auch zum Arzt gehen. Ich glaube, meine. Warte mal, ich kann kalt oder so. Warte, ich habe bestimmt noch. Wartet kurz, ich bin zu blöd, um eine große Glocke zu benutzen. Lasst mich mal ein Madman's Knowledge benutzen. Piep. So, bimmel, bimmel, bammel. So. Hello, Uwu, please help me. Uwu. Geht ja schon irgendwie in die Richtung. Ja, tatsächlich dachte ich auch an sowas ähnliches, Kehl, gerade. Das heißt, vielleicht haben wir es schon. Es war nur nie... Es war nur... Ne? Es war die ganze Zeit vor unserer Nase. Ah, wir konnten es nicht wahrnehmen. Die große Bimmel ist Schön. Schön. Puck mit richtigen Smugface, das wäre für mich ein Sui-Free. Brady, wenn du möchtest, du kannst mal, wenn du irgendwie mal Langeweile hast, kann ein bisschen, ja, verfall dich einfach in irgendwelchen Dialekten, ein bisschen recherchieren, ob du irgendein cooles Pokémon dafür findest. Grüß dich, Marie-Antoinette. Ich bin da. Das Läuten einer Herausforderungsglocke wurde wahrgenommen. Sui, servus. Alter, Jonas, kannst du nicht bringen, Mann. Es geht nicht, Jonas, nein! Wie du einfach in mir gespawnt bist und mich beiseite geschoben hast, was fällt dir ein? Okay, lass mich wieder mal. Ich will das nochmal versuchen jetzt, auch wenn ich sterbe. Egal, ich will sie jetzt online. Wieso? Serien. Ich werde ja nicht bezahlt, was erlaubst du dir eigentlich? Ja. Okay. So, viel Spaß. Okay, es war zu früh. Moment, komm her. Nein, winke. Hat nicht funktioniert. Winke, winke. Nein, sie wird nicht geparried, es ist so behindert. Okay, so, ich lass pass auf. Vielleicht kann ich sie ja hier kombon. Weil ich quasi der Online-Host bin. Im Sinne von. Ja, du musst nicht der Host bin. Hast ich aber Fresse bekommen? Ja, bei mir hat sie dich voll getroffen und es splatterte Blut, aber du hast keine HP verloren. Das sah voll weird aus, gerade der Angriff. Ja, Alina, genau, mitdancen. Sui Champ wäre ein Resladero. Sui Champ, was soll das sein? So Sui Pock Champ oder was? Oh shit. Oh, ich weiß, womit ich sie gecheased habe. Damit. Oh Gott. Ich dachte, jetzt kommt Call Beyond, ey. Ah, ich dachte auch gerade, Alter. Mundlichtschwert. Let's go. Ja, gib ihr. Boah, wie das aussah gerade. Irgendwie werde ich die ganze Zeit nicht getroffen von ihr. Ich bin irgendwie unverwundbar. Ja, ich triff sie auch nicht. Okay. Oh shit. Don't forget me. Ich zeig erstmal auf sie. Think you can taco me? Oh, guck doch nicht so. Nein! Mein Blitz ist weg! Alion! Lass mich mein Schwert wieder im Blitz einhüllen!
Ach, schön. Aua! Omega Lull, einfach ein riesiges Wohin genau. Oh, ich kann sie. Oh, ich komme sie zu Tode! Das ist einfach Online-Latency, Mann. Ja. Genau nein, wie, nein, 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 nein! Genau wie Ludwig in den Dingens, in dem Highlight. Bei mir hast du sie überhaupt nicht getroffen, aber sie ist dann gestaggert worden trotzdem. What? Okay, sie hat auch hinten eine Hitbox, das ist gut zu wissen. Ja, hat sie. Mach doch nicht sowas wieder. Fuck off! Mach dich diese, Bruder! Der Angriff ist sau gefährlich. Jetzt haben wir beide Stagger-Waffen, Mann. Stimmt. Können wir sie vielleicht kaputt staggern, wenn du und ich beide gleichzeitig drauf knoppeln? Oder abwechselnd? Kann ich bitte wieder meinen Legend of Zelda Strahl machen? Wieso geht der nicht? Boss, Ding ist dafür. Quicksilver. Full HP? Wirklich? Nein, Quicksilver ist einfach mal die Zelda-Anspielung. Das war die andere Anspielung. Ich brauch Quicksilver dafür. Ja, das habe ich auch übrigens lange Zeit nicht bemerkt. Na gut. Ups, war die falsche Dingens. Oh, was macht die? Oh. Okay, jetzt. Ah, mein Blitz ist wieder weg. Like this. Boah, das klappt wohl gut. Oh, lololololololol, Fräulein. Das hat richtig Damage gemacht. Damage. Kriterien. Warte, also, ich helfe dir, jetzt bin ich dran. Nein, scheiße, sie ist weg. Fuck. Ich als Host habe überhaupt keinen Bock, mich gerade ihr zu nähern. Heil dich lieber, sie kann einen Angriff, der dich one-hittet. Ja, ich würde aber sagen... Hier, was ist an dir? Steht noch einmal drauf. Nee. Tschüss. Tschüss. GG, hab voll geholfen. Wo waren wir nochmal? Ach ja, ja! Wieso? Wovon redest du? Meinst du, das war ja... Ja! Ja! Tschüss, ich hab fast 20.000 Dings dafür bekommen. Es ist 12 Uhr. Geht, bitte geht. Warte mal, das ist gar nicht 12 Uhr. Das ist Viertel vor 12. Guck doch auf die Uhr, Mann. Beziehungsweise es ist 3 Uhr, wenn man es andersrum dreht. Viertel vor 12. Doch, die Uhr, auf die Uhr da hinter dem Podest. Die Katja wird fallen gelassen. Was ist denn das? Celestial Dial. No, ihre Telefonscheibe perfekt. Verloren. Telefon. So kurz vor meinem Tod, dann lasse ich noch meine Telefonnummer. Ruf mich an! Ach, warte, ich bin tot. Ruf mich trotzdem an! Sofort! 985, Lady Maria. So, Leute, da waren es nur noch. Drei. Da waren es nur noch. Bunker S. Welcome home, Hunter. Und Maria nur so: Think you can take me? Think you can take me? Was nehmen wir denn? Was muss ich machen? Konnte man Kurs parryen? Ich weiß es gerade gar nicht. Bin ich gerade dumm? Wo muss ich hin? Nach Maria. Oh, du musst diese Scheibe aufnehmen, die da direkt in der Lampe liegt, und dann musst du zu ihrem Sitz da gehen, dann kannst du X rücken. Achso, ich muss das davor machen, okay. I remember this. Do you remember? Aber so ordentlich besser gerade war, ist das wohl eher der astrale Schmock Tower, am I right? Nein? Niemand? Okay. War das ein DLC-Boss? Ja. Und ganz nebenbei der beste Bloodborne-Gegner. Der beste Maria. Ja, schon der beste Bloodborne-Boss. Sie macht halt Solo-Queue mehr. Ja, Solo-Queue. Hold up Celestial Dial. Viel mehr Spaß, wenn man gut, vor allem wenn man parryen kann. Dann oh, das ist eine wie, etwas große Wegscheibe. So satisfying. Das hat letzte Woche wieder so viel Spaß gemacht, ey. Sich selbst am angefahren, L2 drücken. Parry? Guck mal, Leute, das ist Talia. Ach, Kehl, ich hab dich auch lieb. Beim Zaun von Mutter Koss. Geile Boss in der Nähe, wollte ich dazu. Ach, da kann ich jetzt durchlaufen. Okay. Ja. Da kannst du jetzt durchlaufen. Segrat hieß ein Sarg mit. Oh no. Oh no. Du musst dich akzeptieren, du selbst. Jetzt kommt eigentlich so. Ich hasse dieses Gebiet. Ich glaube, das ist mein Hassgebiet aus dem DLC. Hassgebiet, ja? Okay, noch nie gesehen. Let's go! Aber der Boss ist geil. Lied-Elixier. Oh, da hat irgendwer sich die Mühe gegeben, diese ganzen Steine zu stapeln. Und ich mach das jetzt alles kaputt. Will sie auch kaputt machen. Tennis. Sind das Mupfeln? Das sind Mupfeln! Das sind Praise Helix. Ich bin was? Sui ist wieder wach und die Haare sind auch wieder da. Jawohl, Yannick! Oh. Kein Glatt zum Maul. Debated! Ich habe ein Boot gesehen, das hat geleuchtet, da bin ich drauf zugelaufen, jetzt bin ich ertrunken. Ja. ist mir auch passiert. Also wie so ein richtiges Kinchoku-Riegel. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, ich hab eh nicht einen Struggle. Oh. Ich kann das Gebiet einfach nicht hassen wegen Lovecraft. Hm? Oh, das heißt Tentakel?
Ich hab keine Ahnung von Lovecraft-Stories. Ich hab sowas, ich glaube, du hast so Brettspiele davon gespielt, oder? Yes. Viele. Also Lovecraft dient sehr, sehr gerne als Vorlage für. Ja, ich kenne auf jeden Fall halt. Nicht Call of Juarez, wie heißt das? Call of Cthulhu. Cthulhu, genau. Ich habe gerade Fluffcraft verstanden. Fluffcraft, ey. Ist das Furry-Stuff? Also wenn überall, also Leute, Cthulhu, also Lovecraft-Stuff wird einfach, es gibt so viele Spiele, Kartenspiele, die irgendwas mit Lovecraft zu tun haben, ist der Wahnsinn. Das Ding ist, okay, ich stehe nicht wirklich auf Horror so. Ich mag die Welt so aus Bloodborne schon, aber es ist ja gemäßigt dargestellt, sag ich mal. Gemäßigt dargestellt? Oh, der feine Herr. Oh, die Gegner gefallen mir mit der Waffe. Ich kann sie stunlocken. Ja, die Fische. Oh, warte, ich kann den Junge nicht beballern. Ich glaube aber trotzdem, dass ich hier durch das Anfangsgebiet... Wer bist du denn? ...schnell durch möchte, denn hier ist dieser blöde, komische Fischtyp. Den habe ich halt übelst keine Lust. Geh doch in den Brunnen! Musste ich ja letztens machen. Für die Waffe. Oh. Hallo. Das scheiß Cosplay. Ich glaube, nee. Lassen wir es. Du hast an deinem Geburtstag eigentlich noch heftige Brettspielrunden bei euch. Also es wird schwer mit 30 Leuten. Da habe ich leider kein Spiel. Wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, ich frage das jedes Jahr, aber wie genau willst du die alle in deine Bude kriegen? Gar nicht, wir gehen da gar nicht zu mir. Ah, geil. Ach, hier gibt es noch diese kleinen Fische. Not like this. Alter, durchlaufen ist so ekelhaft hier. Wo ist die nächste Lampe? Ich hab vergessen, wo die nächste Lampe ist. Ja, durchlaufen ist ja echt mies. Hast einfach die Gegner hier. Ah, da ist der! Nein, nein! Geh weg! Geh weg, Riesenfisch! Da ist die Lampe! Fishing Hamlet. Inside bekommen. Kaputt. Da blubbert was. Okay, ich hab die... Der Typ kommt hier rein? Ich weiß es nicht. Okay, ich... Mit meiner Lampe! So. Okay. Was? Überlebt. Hallo, Lampe. Die bringen sogar alle Blutfiolen, das ist schon krass. Dennis, danke. Was? Achso. Ich seh's grad. Junge. Dafür gibt's Cetris. Okay. Gott, da hinten ist dieser High-Typ. Leute, in dem Gebiet gibt's die schlimmsten Gegner in Bloodborne. Gegner, die meiner Meinung nach teilweise schwerer zu besiegen sind als einige Bosse. Ungelogen. Da hinten das Riesenvieh, seht ihr das? Im Brunnen gibt's davon zwei. Ganz ehrlich, es ist für mich die schwerste. Es ist die locker eine der schwersten Stellen. Schwerer als fast alle Bosse, diese zwei Typen in dem Brunnen. Ja, die sind ganz einfach, weil du die Schamanklinge da hast. Ja, treff das mal richtig. Das habe ich nämlich nicht hingekriegt. Einmal habe ich es hingekriegt. Und dann habe ich sie. Ach, guck mal, Palmen liegt bei mir schon. Beim Versuch, als ich sie geschafft habe, habe ich sie übrigens übel gecheased. Ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Mhm. Aua, aua. Au. Simons Bodenklinge und Untergrundzellen schon. Rübe, ne? Lass mir einen Tipp geben. Wenn du welche Viecher siehst, so Hai-Monster. Mhm. Nein, ich war zu nah. Lauf. Nein, ich hab ihn angelockt. Ja, genau das. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, die haben doch so eine Haifresse, oder nicht? Ach, Hai. Ich hab Hai verstanden. Fang es bei denen so verzweifelt. Ey, ohne Scheiß nehme ich ihm nicht übel. Das ist super, super, super hart. Diese Scheiße da. Guck, der guckt mich an. So, Funk. Ich hasse den zweiten Teil dieser Location. Da, wo du gerade invaded wirst von dem einen NPC. Immerhin machen die Typen lustige Geräusche. Man hier invaded direkt. Das fuckt mich ab. Ich hab da jetzt die Hose an. Du hast Hosen an? Ich weiß gar nicht mehr, wo es hier weiterging. Ja, da wird man invaded. Hi, na? Ich hoffe, du lässt mich in Ruhe gleich. Spring hier runter. Lass mich bitte in Ruhe. Danke. Ach, passt schon. Alter, da hinten steht der und guckt mich einfach nur an wie so ein blöder Arsch, Leute. Er steht da rum. Bedrohlich. Ja. Ist er gerade runtergefallen? Einfach vor der Tür. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Voll die Tonlage verkackt, aber egal. Er ist der Fisch mit der Posaune. Wo genau geht's nochmal? Okay, beim Brunnen kam jetzt... Nein! 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 Ich bin behindert! Der Fisch mit der Posaune. Scheiße, ich bin da runtergefallen. Wow! Wo kommt der denn her? Ich weiß nicht mehr, wo es hier weitergeht. Ich hab vergessen, wo es... Ich hab hier auch beim ersten Mal ewig gebraucht und ich glaube, ich werde gleich sterben. Ja, ich
gucken wir das mal an, so. Alter. Er hat seine Subs, Norod seine Subs verloren. Lass mich in Ruhe. Was ist Noro ohne seine Subs? Warum habe ich gerade die Wolfsgeheul ja gehört? Allerdings vor der Tür. Ach, diese Fischmonster, diese großen, ja. Klingt halt, als würden sie halt heftig am Gurgeln sein. Also diese mit dem Speer eben. Ach so. Ja, diese großen machen so ungefähr. So richtige Surprise Sounds. Schon ein bisschen, ne? Aber das war doch gerade eigentlich ganz gut imitiert, oder? Wo? Ich weiß gerade nicht, wo es weitergeht.